So, lieber Martin, hochverehrter Herr Landrat, Herr Oberbürgermeister, Vertreter der Schulfamilie, sehr geehrte Damen und Herren, ein Drittel meines Vortrags ist bereits abgearbeitet. Ich darf Ihnen gratulieren zu dem, was Sie aus dem Projekt, das wir beginnend mit der Hauptschulinitiative und dem Gedanken, die Pflichtschule, die Volksschule weiterzuentwickeln, was Sie aus diesen Überlegungen, die wir letztlich in dem Projekt Mittelschule zusammengebunden haben, hier gestalten. Allerdings, ich gebe es zu, ich habe selber einen kleinen Wald und so ein Kettensägenführerschein hat schon was. Ne? Das ist also wirklich was Feines. Auch solche Schutzhosen sollen helfen, auch wenn es warm ist, damit man sich nicht allzu sehr verletzt, weil Sie glauben wollen, wie schnell einem so eine Kettensäge auskommen kann. Auch diese Erfahrung habe ich schon gemacht. Also ich weiß, wo man das nachholen kann. Schule und Bildung ist für unser Land ein zentraler Standortfaktor. Erstens für den Einzelnen, die einzelne Familie natürlich, weil das, was die jungen Menschen in ihrer Schullaufbahn mitnehmen, letztlich der Türöffner ist für einen erfolgreichen Weg in die Mitte ihres Lebens, in einen hoffentlich erfolgreichen und erfüllten Berufsweg. Aber nicht nur der Einzelne, sondern selbstverständlich hat auch die Gesamtgesellschaft von gelingenden Bildungsbiografien sehr viel. Zum einen natürlich, wenn jemand erfolgreich seinen Weg geht, er seine Familie, sein Leben gestaltet und somit für die Gemeinschaft Leistung erbringt, aber natürlich auch aus einem ganz nüchternen volkswirtschaftlichen Aspekt heraus. Wir sind darauf angewiesen, in einem Land, das zwar im Konzert der Länder in der Bevölkerungsentwicklung stabil bleiben wird, auch nach vorne, das aber natürlich, ich komme aus München, auch aus München gebürtig, dort auch beheimatet, das aber natürlich innerhalb des größten Flächenstaates der Republik große Unterschiede hat. Und ich darf das Ihren Vertretern sowohl in München wie hier im Landkreis und in den Städten schon einmal mit großem Respekt sagen, mit welcher Dynamik hier gearbeitet wird, die Herausforderungen angenommen werden, weil die Bevölkerungsprognosen, die Entwicklung der Frage der ländlichen Räume, gerade hier im östlichen Oberfranken, natürlich mit großen Herausforderungen verknüpft ist. Zum einen die Demografie selbst, also die rückgehenden Geburtenzahlen, die schwachen Jahrgänge, was die Zahlen angeht, und das Thema, wie können wir unseren Standort attraktiv halten, um Abwanderung in Zentren bildungsbedingt, beruflich bedingt, dem entgegenzuwirken, mit welcher Dynamik das hier angegangen wird. Und da spielt Bildung eine zentrale Rolle. Ich komme gerade heute, auch mit einigen Unterbrechungen zwischen München, Regensburg und Wein, aus dem Kabinettsausschuss für die Frage, wie gehen wir mit den Herausforderungen der Demografie in Bayern um, insbesondere natürlich, wie können wir diese Frage der ländlichen Räume entsprechend beantworten. Und da spielt Bildung eine zentrale Rolle. Wir in Bayern gehen seit langer Zeit davon aus, und die bayerische Staatsregierung und die sie tragenden Mehrheiten im Bayerischen Landtag, dass wir auf die Antwort der einzelnen Familie und das Anrecht des einzelnen Kindes und jungen Menschen, eine für ihn möglichst passgenaue Bildungslaufbahn angeboten zu bekommen, mit einer differenzierten Antwort am besten unterwegs sind. Für uns ist die Frage, wie wir die beste Chancen- und Teilhabegerechtigkeit verwirklichen, mit der Grundüberzeugung verknüpft, dass wir dies in einem differenzierten Bildungswesen mit den größten Chancen tun. Das hat nichts mit parteipolitischer Rechthaberei oder mit vielleicht auch dem gesellschaftspolitischen Stellvertreterkrieg der 70er und 80er Jahre zu tun, der ja in Bildung und dem Ringen um die richtige Bildungslandschaft verknüpft war. Nein, es ist unsere tiefe Überzeugung, dass wir mit einer möglichst breiten Palette von Angeboten von unterschiedlichen, in sich schlüssigen Bildungsgängen, und einen solchen haben Sie ja gerade vorgestellt bekommen, den jungen Menschen und den Ansprüchen, die die Familien zu Recht an Schule und Bildung stellen, gerechter werden als mit anderen Angeboten, die für alle dasselbe vorsehen. Deshalb waren wir der tiefen Überzeugung, dass es notwendig ist für eine Schulart, die ein Drittel der jungen Menschen in unserem Land als ihre Lebenschance wahrnimmt, nämlich die Hauptschule, die Pflichtschule, die Volksschule, eine Weiterentwicklung ins Werk zu setzen, die das, was diese Schulart und das wiederum Kern der Bildungsphilosophie hier in Bayern, was diese Schulart im Kern von anderen unterscheidet, herauszuarbeiten, wenn Sie so wollen, das neudeutsche Wort des Alleinstellungsmerkmals. Das ist der tiefere Urgrund für unsere Weiterentwicklung des differenzierten Bildungswesens. Dass wir den Menschen im allgemeinbildenden Bereich, im beruflichen ist es ja sowieso dann sehr spezifiziert, aber auch im allgemeinbildenden Bereich
unterschiedliche Wege eröffnen wollen mit Alleinstellungsmerkmalen, die dann auch unterschiedliche Möglichkeiten beinhalten. Deshalb haben wir das Alleinstellungsmerkmal der klassischen Hauptschule, nämlich, und ich freue mich sehr, dass viele Vertreter auch der örtlichen Wirtschaft da sind, nämlich die intensive Vorbereitung auf die duale Ausbildung. Keine Schulart bietet es, also plastischer und drastischer dargestellt können Sie es nicht vorgeführt bekommen, bietet so viel Raum, Zeit, Platz und Inhalt an, um auf die duale Ausbildung vorzubereiten, wie es die Mittelschule tut. Verbunden mit dem Anspruch, kein Abschluss ohne Anschluss, auch über die Mittelschule den Weg zu einem qualifizierten Hauptschulabschluss, Regelabschluss, aber auch zu einem leistungsfähigen und vergleichbaren mittleren Abschluss gehen zu können. Wenn Sie in diesen Tagen die Einschreibezahlen bayernweit sehen, dann nimmt das Gymnasium und nicht aufgrund der Demografie, sondern aufgrund des Elternwahlverhaltens zum ersten Mal seit über 10 Jahren leicht ab in der Zuwendung. Das sind immerhin noch 39% eines Jahrgangs. Das ist ein sehr hoher Zuspruch, der höchste Anteil einer Schulart, der in Bayern im weiterführenden Bereich gewählt wird. Aber zum ersten Mal nimmt das Gymnasium auf diesem hohen Niveau leicht ab, bayernweit um einige Prozent. Die Realschule, die Fachoberschule und die jungen Menschen, die ihren mittleren Abschluss über die Mittelschule machen, nehmen insgesamt zu. Nehmen sogar deutlich zu. Das heißt, dass die Eltern in unserem Land ganz bewusst einen Weg wählen, der auch die Möglichkeit und gerade die Option eröffnet, zu einer Hochschulreife, Fachhochschulreife oder allgemeinen Hochschulreife zu kommen, der nicht über das Gymnasium führt. Das Gymnasium ist im Kern die Schulart, die natürlich die klassische Form, und den Weg einer intensiv wissensgesättigten Ansatzweise hin zu dem, was auf dem Zeugnis steht, der allgemeine Hochschulreife bietet. Und die allgemeine Hochschulreife und das, was damit als Bildungsanspruch des Gymnasiums verbunden ist, ist ein hoher Anspruch. Das ist letztlich die Vorbereitung für ein akademisches Studium, letztlich die Vorbereitung zur Aufnahme und Übernahme von Führungsverantwortung, gleich wohin dann den jungen Menschen später in seinem Lebensweg auch der berufliche Weg führt. Aber das ist mit gymnasialer Bildung neben dem klassischen Anspruch auf Allgemeinbildung verknüpft, gerade in diesen Tagen wissen die Kolleginnen und Kollegen an den Gymnasien davon, natürlich ein Lied zu singen, weil sie und dafür auch großen Respekt all denen, die diesen Tagen tun, ich konnte ja schon mit einigen Vertretern kurz sprechen, um den zweiten Abiturjahrgang, den ersten des 8. Gymnasiums jetzt auch ins Ziel zu führen, mit welchem großen Einsatz sie das tun, um dieser Herausforderung in diesem Doppeljahrgang gerecht zu werden und den jungen Menschen beider Jahrgänge auch ihre Lebenschance zu eröffnen. Die Realschule ist die in den letzten Jahren relativ erfolgreichste Schule, was den Zuwachs angeht. Hier die gewogene Abwägung zwischen einem starken allgemeinbildenden Ansatz, aber auch mit der Praxisorientierung hin dann entweder in die Spitzenherausforderungen der dualen Ausbildung oder eben hin zur beruflichen Oberschule, die mit starkem Zuspruch in den vergangenen Jahren rechnen kann. Vor allem seit wir mit der 13. Klasse der Fachoberschule auch den Weg zum Allgemeinabitur anbieten können. Inzwischen sind es deutlich über 40% und dieser Anteil wird in diesem Jahr, wenn die Einschreibezahlen sich insgesamt dann so verifizieren, wird noch einmal wachsen, sind es über 40%, die eine Hochschulzugangsberechtigung nicht übers Gymnasium erwerben, sondern eben über diesen Weg der beruflichen Oberschule. Das ist die Frage der Philosophie, mit der wir die allgemeinbildenden Kernschularten weiterentwickeln wollen. Das, was Mittelschule kann, ist aber noch ein zweites. Wir leben im größten Flächenland der Republik. Und wenn Bildungsgerechtigkeit auf der einen Seite die Chance ist, seine Begabungen gemäß Bildungsbiografien, Bildungsläufe, Schulwege sich zu erschließen und entsprechende Abschlüsse zu machen, dann ist auf der anderen Seite das Thema der Bildungsgerechtigkeit auch das, dass ich Bildungsangebote wohnortnah vorfinde. Und das ist das Thema bei der Weiterentwicklung der Mittelschule in ländlichen Räumen. Wir wollen und müssen auf Dauer das Thema, und das ist ein Verfassungsauftrag, der Vergleichbarkeit der Lebensbedingungen und dem Auftrag der Herstellung vergleichbarer und gleicher Lebensbedingungen gerecht werden. Deswegen muss Schule im Dorf, in dem Markt, in der Stadt, in den Städten bleiben. Deshalb gehen wir mit dem Mittelschulkonzept und vor allem dem Konzept der Schulverbünde einen Weg, das brauche ich Ihnen auch jetzt nur angetippt habend, dass wir für alle Kinder in unserem Land, meine Töchter in München können in einer Viertelstunde, 20 Minuten links und rechts zur Tür rausgehen, jede Schule ihrer Wahl bis zur Universität erreichen. Dieses Thema, wohnortnah weiterführendes Schulangebot in der Fläche zu verwirklichen, ist deshalb mehr als nur ein Stück Bildungsgerechtigkeit. Es ist ein Stück Standortsicherung, ein Stück Lebensqualität. Und das ist damit dem Auftrag verknüpft,
mit diesem neuen Instrument des Schulverbundes, wo die Schulfamilie vor Ort stark in Eigenverantwortung ihren Weg gestaltet, dieses Thema Angebot, auch weiterführendes Schulangebot mit dem Weg hin zu einem leistungsstarken mittleren Abschluss entsprechend verwirklichen zu können. Ich möchte es nur kurz anreißen, weil die Dinge, die sich unter dem Dach der Mittelschule weiterentwickeln, hier bei Ihnen in mustergültiger Weise vorgehalten sind und auf dem Weg sind. Für uns ist dabei die Zusammenarbeit mit der Schulfamilie vor Ort und allen beteiligten Institutionen von zentraler Bedeutung. Das ist zum einen die Mittelschule selbst, die allgemeinbildende Schule. Das ist die berufliche Schule, ist bereits angesprochen worden, in ganz engem Zusammenwirken. Das ist aber auch die Arbeitsverwaltung oder Arbeitsagentur. Wir können mit der vertieften Berufsorientierung die Mittel aus Berlin und damit auch das, was wir dann aus bayerischen Mitteln hier zusätzlich aufwenden, um ein Drittel erhöhen. Das heißt, dass wir dieses wichtige Element der Berufsvorbereitung in der Mittelschule insgesamt weiter ausbauen können mit den Formen, die wir da dann jeweils mit der Arbeitsverwaltung zusammen zu entwickeln haben. Aber zentraler Ansatz ist letztlich die Partnerschaft mit der lokalen Wirtschaft, mit den Verbänden, den Institutionen bis hin zu den Kirchen, zu den ehrenamtlichen Bereichen. Aber für uns ist dieser Punkt weiterführendes Bildungsangebot in den Regionen unseres Landes, vor Ort konkret, ohne die Zusammenarbeit, die intensive Zusammenarbeit mit der Bereitschaft, sich auch selbst etwa in unterrichtlichen Formen mit einzubringen, zentraler Bestandteil. Wir wollen weitergehen, wir wollen das Thema Keiner darf verloren gehen, stark weiterentwickeln. Auch hier im Zusammenwirken mit den Kommunen, die als Partner unverzichtbar sind, und das Engagement nicht nur als Sachaufwandsträger, sondern in dem sensiblen Feld, wie gestalten wir, was den gesellschaftlichen Notwendigkeiten eben entspricht, einen ganzen Tag für die jungen Menschen. Und das Schülercafé Oase ist der lebende Beweis für dieses gemeinsame Engagement, weil eben für Familien, die sich vielleicht in der Erziehungsarbeit schwerer tun als andere, oder für junge Menschen, die Startnachteile haben, die auch in der Sprachkompetenz liegen, wir einen solchen ganzen Tag gemeinsam gestalten müssen. Deswegen war vor einigen Tagen ein Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden. Man hat hier unterschiedliche Ansätze, es geht meistens natürlich auch um die Finanzen, aber doch den gemeinsamen Willen, dass wir in diesem Projekt Schule für die jungen Menschen dort zu gestalten, wo sie zu Hause sind, dass wir uns da sehr einig sind, und das müssen wir mit großer Intensität tun. Das wird vor allem auch für den Bereich der Grundschulen in Zukunft größte Kraftanstrengungen erfolgen, weil natürlich das Thema hier der Wohnortnähe noch deutlich wichtiger ist. Aufgrund der Tatsache, brauche ich nicht beschreiben, dass wir natürlich hier mit kleinen Kindern umgehen, aber auch das Thema Schule im Dorf ein Stück mit darüber entscheidet, wie Standorte sich entwickeln können. Wir wollen als Bayerische Staatsregierung, das darf ich heute schon, wenn wir das erst Ende Juli beschließen werden, insgesamt, wir wollen für den Bereich der Bildungspolitik große schulorganisatorische, aber auch letztlich ressourcengestützte Anstrengungen unternehmen, um dieses Thema wohnortnahe Schule im Bereich der Grundschule dauerhaft zu sichern. Mit dem Mittelschulkonzept habe ich es Ihnen angedeutet. Wir sind in der Lage, mit neuen Instrumenten, die die Bildungspolitik in Bayern entwickelt hat, auf der einen Seite die Kooperation zwischen Schulen und Schularten und auf der anderen Seite mit Angeboten und Elementen für junge Menschen, die anschließend, wenn sie einen bestimmten Abschluss oder einen bestimmten Weg eingeschlagen haben, das Weitermachen im differenzierten Schulsystem erfolgreich gestalten soll, unterwegs. Wir können, obwohl die Bevölkerungszahl massiv zurückgeht, und Sie müssen ja mit diesem Phänomen täglich aktiv umgehen und tun das ja auch, wir können trotzdem in den vergangenen 2-3 Jahren auf die Neugründung oder die Genehmigung für 10 neuen Realschulen, 10 neuen Gymnasien und ich weiß gar nicht weit, fast 20 neuen Fachoberschulen und Berufsoberschulen, ja davon eine auch bei Ihnen im Landkreis am Standort Markt Redwitz, blicken, weil wir dieses Thema weiterführende Schulangebot in vergleichbarer Qualität in allen Regionen des Landes mehr als ernst nehmen. Da kommt der Kooperation zwischen Schulen und Schularten zentrale Bedeutung zu. Auch dieses spielt eine wichtige Rolle bei der Frage der Wohnortnähe. Ich möchte es nur antippen. Wir werden Instrumente weiter anbieten können, die den jungen Menschen, die etwa den Weg über die Mittelschule gehen, von Quali mit 2 Jahren plus die Möglichkeit eröffnen, den mittleren Abschluss zu machen, wenn sie eben nicht den Weg in den M-Zug gefunden haben. Wir haben an der Mittelschule etwas eingeführt, was es bisher nur am Gymnasium gab, nämlich die Intensivierungsstunde, die doppelt besetzte Förderstunde in der 5. Klasse, die können wir ab dem kommenden Schuljahr auch in der 6. Klasse anbieten. Das heißt, sie können an ihrem Schulstandort vor Ort leistungsdifferenziert fördern. Junge Menschen, deren Familien sich entscheiden, am Wohnort zu bleiben, können sie bereits ab der 5. Klasse dann auf den mittleren Abschluss vorbereiten. Aber auch leistungsschwächeren jungen Menschen kann man ein Angebot machen mit einem theorieentlasteten Hauptschulabschluss, Praxisklassenabschluss, wollen wir auch hier diesen jungen Menschen projektgestützt ein Zertifikat in die Hand geben, um sich dann auf den Weg
zu machen, erfolgreich auch auf sich auf die duale Ausbildung vorzubereiten. Wir werden einen Modellversuch im Herbst beginnen, das Quali-Absolventen der Mittelschule es mit 2 Jahren zusätzlich in Zusammenarbeit mit der Realschule ermöglicht, sich einem Realschulabschluss der mittleren Reife zu stellen. Wir wollen also das Thema Durchlässigkeit und Qualität des differenzierten Bildungswesens in der Fläche entwickeln. Wir haben andere Herausforderungen in den großstädtischen Ballungsräumen. Das Thema Migration möchte ich nur angesprochen haben. Auch das muss man im Blick haben. Und stellen bewusst dieses Konzept, ein differenziertes Bildungsangebot, das Thema der Übergänge, der Durchlässigkeit mit professioneller Begleitung, das ist nämlich der Punkt, dass der Staat, dass die Schule hier auch an diesen Punkten, an denen vielleicht die Familie sich früher alleingelassen fühlte, ein Stück weit professionell begleitet, das Thema, dass Schule pädagogischer Schulweghelfer sein muss, dieses Konzept stellen wir bewusst einem Konzept gegenüber, das eben die Auflösung von in sich schlüssigen Bildungsgängen vorsieht. Wir gehen diesen Weg konsequent weiter, wollen das auch im Flächenstaat entsprechend tun. Das wird große Ressourceneinsätze erfordern. Und das scheinbare Paradoxon, dass wir bei zurückgehenden Schülerzahlen die höchste Zahl an Lehrkräften im Moment haben, die an bayerischen Schulen seit 1946 tätig sind. Und dass doch das, so der Finanzminister, dazu führen muss, dass man auch einmal mit weniger Lehrkräften im Einsatz auskommen kann. Das ist kein Paradoxon, das lässt sich ganz leicht auflösen, weil wir für zusätzliche Aufgaben wie Ganztagsangebote, wie für das Vorhalten von Schulstandorten und Angeboten in der Fläche, was grundsätzlich dann natürlich mit kleinen Klassenstärken zu tun hat, trotzdem auf der anderen Seite die vierte Klasse meiner eigenen Tochter, die jetzt gerade die durchlaufen hat, mit 27 Schülern und 18 Nationen an einer Grundschule bei uns in München-Schwabing, das ist die andere Herausforderung, weil wir das zu bewältigen haben und bewältigen müssen. Lassen Sie mich nur noch ein Wort antippen. Das ist die Entwicklung der beruflichen Schulen. Da haben wir auch große Herausforderungen. Auf der einen Seite immer stärker diversifizierte Berufsbilder, also der Eisfachverkäufer. Früher gab es halt den Einzelhandelskaufmann, jetzt gibt es einen Eisfachverkäufer, nur Pass pro Toto. Das ja auch dann bedeutet, dass ich Beschulung organisieren will und muss. Der Anspruch der Flächenlandkreise, wohnortnah berufliche Schule weiter anbieten zu können. Auf der anderen Seite die Notwendigkeit, mit dem Instrument der Minderklasse, das sehr teuer ist, nicht jede Problematik lösen zu können. Die Frage der Qualitätssicherung und da auf der anderen Seite aber die Notwendigkeit und die Anmutung an die Wirtschaft, an die Kammern, auch die darüber nachzudenken, wie man sogenannte affine Berufsbilder, also Berufe, die irgendwo miteinander zu tun haben, nenne ich mal den, der gerade im Gespräch ist, nämlich Fleischfachverkäuferin und Fleischer oder Metzger, hier auch zu neuen innovativen Ansätzen zu kommen, um Qualitätssicherung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber durch den Einsatz gleicher Ressourcen letztlich auch eine Berufsschullandschaft in unserem Land auf Dauer vorhalten zu können, die eben kein Auskehren der Fläche bedeutet, sondern die auch wohnortnahe Beschulung auf der einen Seite, aber qualitativ hochwertige Ausbildung auf der anderen Seite ermöglicht. Auch das ist eine große Herausforderung, der wir uns zu stellen haben. So, man darf über alles reden, nur nicht insgesamt über 30 Minuten. Deswegen freue ich mich jetzt auf die Diskussion und das Gespräch mit Ihnen. Ich muss mich nochmal fürs zu spät kommen entschuldigen.